Damen und Herren, als Sozialdezernent des Landkreises Göppingen ist es mir ein wichtiges Anliegen, die Inklusion in unserer Gemeinschaft voranzubringen. Egal, ob es um das Thema Wohnen, Leben oder Freizeit geht. Leben mitten in unserer Gesellschaft, trotz Behinderung, das ist das Ziel der Inklusion. Dieses Ziel ist auch im Teilhabeplan des Landkreises Göppingen verankert und mit konkreten Handlungsempfehlungen verbunden. Der Gleichstellungstag für Menschen mit Behinderungen, den wir jedes Jahr Mitte Mai in der Neuen Mitte in Göppingen feiern, ist ein wichtiges Instrument für dieses Ziel zu werben und das Thema in der Bevölkerung weiter bekannt zu machen. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Gleichstellungstag 2020 leider nicht stattfinden. Und auch dieses Jahr ist es uns nicht möglich, in der Neuen Mitte für unser wichtiges Anliegen zu werben. Aber wir können auch durch Videobotschaften die Bevölkerung erreichen und für unser Anliegen werben und so dafür sorgen, dass wir weitergehen auf diesem wichtigen Weg mit dem Ziel der Inklusion. Ich freue mich jetzt schon auf das Jahr 2022. Dann können wir, da bin ich sehr zuversichtlich, in der Neuen Mitte in Göppingen wieder mit tollen Aktionen und der Vergabe des Inklusionspreises für innovative Angebote werben. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Deine Stimme für Inklusion. Mach mit. Das ist das Motto des Internationalen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Mein Name ist Heike Behrens. Ich bin die Vorsitzende des Kreisbehindertenrings Göppingen. Und jedes Jahr Anfang Mai treffen wir uns eigentlich auf dem Marktplatz in Göppingen, um miteinander auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen und dafür zu werben, dass die Barrieren kleiner werden, damit Menschen mit Behinderung wirklich in unserer Gesellschaft mitwirken können und an allem teilhaben können. Das Netzwerk Alle dabei organisiert diesen Tag und heute, weil wir aufgrund der Pandemie uns nicht treffen können auf dem Marktplatz. Darum machen wir dieses Video, denn es gibt viele Stimmen für Inklusion in unserem Kreis und wir laden euch ein, macht mit! Liebe Göppingerinnen und liebe Göppinger, am 5. Mai ist europaweiter Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und in diesem Jahr lautet das Motto: Deine Stimme für Inklusion, mach mit! Als Oberbürgermeister der Stadt Göppingen mache ich gerne mit. Ich möchte gerne zusammen mit vielen anderen Menschen ein Zeichen setzen für Inklusion, auch in der Stadt und im Kreis Göppingen. Ein Zeichen, das wir normalerweise vermutlich mit einer großen öffentlichen Veranstaltung auf unserem Marktplatz gesetzt hätten. Doch in der Pandemie ist halt fast nichts normal. Umso schöner, dass wir wenigstens virtuell ein Zeichen setzen können für Gemeinschaft, Zusammenhalt, Empathie und Offenheit, gerade gegenüber Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. Das ist auch wichtig, denn gerade in schwierigen Zeiten wird immer öfter und immer mehr versucht, die Gesellschaft zu spalten. Und dem wollen wir demonstrativ mit dem klaren Bekenntnis zum Miteinander in unserer Gemeinde entgegentreten. Großartig, dass das Netzwerk Alle dabei dafür sorgt hier bei uns im Kreis Göppingen. Das Netzwerk besteht aus verschiedensten Trägern, Vereinen, Gruppen und Verbänden der Behindertenhilfe und der Selbsthilfe im Landkreis Göppingen. Und auch wir als Stadtverwaltung und ich als OB unterstützen diese Anliegen gerne. Unterstützung darf sich natürlich nicht nur durch schöne Reden zeigen. Als Stadt Göppingen müssen wir auch einiges tun und wir machen auch einiges. Unsere Jugendmusikschule bietet zum Beispiel ihre inklusive Musikwerkstatt an. Zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern hatten wir hier auch das Projekt Uns behindert nichts, gelebt Inklusion vernetzen, auf die Beine gebracht, um die Inklusion auf verschiedenen Ebenen wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Bildung zu verbessern. Unsere Sonderschulen werden von uns stetig weiterentwickelt zu sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Und auch in den restlichen Schulen und Kindergärten wollen wir Inklusion wirklich richtig leben. Und deshalb nehmen wir auch an zwei Bundesprogrammen teil, dem Programm Kolibri und dem Programm Sprachkita, bei denen wir Kinder mit besonderem Förderbedarf unterstützen, aber auch die pädagogischen Fachkräfte in Kitas und Schulen, ohne die nun mal gar nichts geht. Wir sind Starterkommune des Projekts Inklusion von Anfang an nachhaltig entwickeln und beteiligen uns am Projekt Eine Kita für alle. Doch nicht nur für die ganz Kleinen gibt es Angebote.
Das Seniorennetzwerk Göppingen bietet verschiedene Angebote für Menschen mit und auch ohne Handicap, zum Beispiel das Projekt Lust am Wandern in Kooperation mit dem Schwäbischen Albverein. Unser Bürgerhaus steht immer wieder zur Verfügung für Gruppen aus dem inklusiven Bereich und auch baulich wollen wir die Stadt weiter voranbringen. Barrierefreiheit soll bei allen Bauprojekten Kriterium sein und ist es oft auch schon. Natürlich gibt es halt auch noch viel zu tun, zumal die Bedürfnisse sehr vielfältig sind. Das Wort Behinderung wird dem kaum gerecht und lässt sich auch nur schwer abschließend beschreiben. Deshalb wollen wir allen Menschen helfen, egal welche Unterstützung sie genau brauchen. Und da liegt noch ein Weg vor uns, aber durch die tolle Zusammenarbeit der verschiedenen Verbände und die Kooperationen der Stadt Göppingen stimmt wenigstens die Richtung. Also lassen Sie uns diese Kooperation weiter wachsen. Das wäre eine Bereicherung für die Verbände, für uns als Stadt und natürlich für die Menschen mit Behinderung. Lassen Sie uns drangehen und arbeiten für unsere Mitmenschen. Das ist es, was eine zivilisierte Gesellschaft auch ausmacht. Und ich möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die sich heute am Protesttag beteiligen und sich schon seit vielen Jahren engagieren für Inklusion und für ihre Mitmenschen. Viele Grüße aus Göppingen und vielen Dank. Hallo, mein Name ist Rudolf Wedel und ich bin hier in Göppingen zuständig für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, in der Menschen mit allen Formen der Behinderung und des Handicaps zu allen Fragen der Reha und Teilhabe beraten werden. Wir freuen uns darüber, dass wir dieses Jahr auch in Zeiten von Corona einen Beitrag zum Tag der Gleichstellung leisten können und ich werde euch, liebe Zuschauer, heute durch das Video führen. Kommt mit! Unsere erste Station führt uns zur Bodelschwing-Schule nach Göppingen, in der Schüler und Schülerinnen aufgrund ihrer Behinderung eine besondere Entwicklungsförderung erhalten können. Weiter geht es mit dem Sozialen Friedensdienst der Diakonie Stetten, der mit seinen FSJlern und Buftis ambulante soziale Unterstützungsdienste anbietet.
ist Graziana, ich bin 19 Jahre alt und ich mache seit 7 Monaten mein BFD im DSFD. Also wir sind eine Organisation, die neben Fahrdiensten und Haushaltshilfen auch Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderung. Im nächsten Clip holen wir einen unserer Klienten Okan ab, mit dem wir heute Waffeln backen werden. So, wir sind auf dem Weg zu Okan. Mein Name ist Okan. Ich arbeite in der Lebenshilfe. Wie alt bist du? Ich bin 21. Dann, dass du auch keine richtigen sozialen Kontakte mehr hast, fehlt dir das? Nee. Das ist doch alles normal, weil man im Haus ist und dann kann man so. Mhm. Aber so Verwandte und so würdest du schon gerne wieder besuchen können, oder? Ja. Oder auch, dass wir zum Beispiel freitags mal wieder mehr Leute sind. Samuel, du sollst keinen Kussmund machen. Ja, du siehst hübsch aus. Mit der aktuellen Situation. Ja, wie soll es einem damit gehen? Fühlst du dich arg eingeschränkt? In deiner Freizeit kannst du Dinge weniger machen, zum Beispiel? Ja, ich kann halt nicht ins Kino gehen. Ich kann halt viel nicht machen. Okay. Ich kann mich mit Freunden nicht treffen. Das ist alles, was ich nicht darf. Okay. Unsere nächste Station führt uns zum Haus Lindenhof in Göppingen, die ambulante Dienste, Wohnformen und Teilhabe am Arbeitsleben anbieten. Das hier ist Rap gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Ich übernehme jetzt wie eine Regierung. Die Wende am Tiefpunkt. Wir wollen doch nur in Frieden leben. Wir sollten nicht hassen, sondern euch gegenseitig die Hände geben. Oh. Viele haben es schwer gehabt, aber wir haben es geschafft. Eigentlich sind alle gleich, denn heute ist Gleichstellungstag. Yeah! Ich bin gegen Ausgrenzung und Mobbing, habe es im eigenen Leib erfahren. Kopf gefickt, weil Menschen einfach böse waren. Was geschehen ist, ist geschehen, doch wir können es besser machen. Wir sind alle gleich, es gibt keinen Grund, sich zu hassen. Oh! Gleich sein heißt frei sein. Gleich sein heißt frei sein. Ich rappe hier für Menschen mit Handicap. Niemand ist perfekt. Wir wollen doch auch nur in der Gesellschaft anerkannt sein. Deswegen bringe ich diese Line. Für mehr Zusammenhalt und Hoffnung. Ausgrenzung ist doof. P-p-p-p-punkt. Gleich sein heißt frei sein. Gleich sein heißt frei sein. Ob Down-Syndrom, ob Rollifahrer, alles nicht so schwer. Denn jeder von uns hat Charakter und Herz. Wir können es schaffen, wenn jeder zusammenhält.
einer für alle und alle für einen auf dieser Welt. Yeah, King Oppi. Gleich sein heißt frei sein. Gleich sein heißt frei sein. Gleich sein heißt frei sein. Weiter geht es mit dem Träger Viadukt Hilfen für psychisch Kranke e.V., die ihre Klienten gefragt haben, wo sie im Alltag gehört werden und wo sie nicht gehört werden. Hallo, wir sind die Studierenden und FSJler von Viadukt und sitzen heute stellvertretend für unsere Klienten, die sich nicht outen wollten. Psychisch Kranke wollen sich oft nicht outen, weil hierbei bereits die Stigmatisierung in der Gesellschaft beginnt. Wir haben mit unseren Klienten darüber gesprochen und gefragt, wo fühle ich mich gehört und wo fühle ich mich nicht gehört. Fangen wir an mit den Punkten, wo Sie sich gedacht haben. Gut, dass wir in der Impfordnung berücksichtigt wurden und die Möglichkeit und Unterstützung beim Impfen bekommen haben. Dass es Einrichtungen gibt, die Menschen mit einer psychischen Erkrankung unterstützen, finde ich gut. Mit meinem Betreuer bei Viadukt kann ich auf Augenhöhe sprechen. Jetzt kommen wir zu den Aussagen, wo sich Klienten weniger in der Gesellschaft gehört fühlen. Ich wünsche mir, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung gleich behandelt werden, wie Menschen, die gesund sind. Im Moment werde ich auch deutlich anders behandelt, zum Beispiel bei Ärzten oder der Wohnungssuche. Ich wünsche mir mehr realistische Informationen und Berichterstattung über psychische Erkrankungen. Oft setzt uns die Gesellschaft gleich mit geistiger Behinderung. Seelische Behinderung hat aber nichts mit Intelligenz zu tun. Ich wünsche mir, dass ich so selbstständig wie möglich leben kann. Unterstützungsangebote sind gut und wichtig, aber ebenso wichtig ist es, die Möglichkeit zu haben, sich Schritt für Schritt ablösen zu können. Ich wünsche mir mehr Verständnis für meine psychische Erkrankung. Bei einer Depression bin ich nicht einfach nur schlecht drauf und muss mich halt mal zusammenreißen. Psychische Erkrankungen sind sehr viel komplexer. Ich habe oft das Gefühl, mit meiner psychischen Erkrankung nicht ernst genommen zu werden. Mich stört die negative Berichterstattung über psychische Erkrankungen in den Medien. Oft wird nur im Zusammenhang mit Gewaltverbrechen berichtet. Der Lockdown hat mich hart getroffen. Soziale Kontakte und eine Tagesstruktur sind für meine psychische Gesundheit sehr wichtig. Dass alles geschlossen hat, ist für mich sehr belastend und schürt meine Ängste. Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind in vielen Lebensbereichen oft benachteiligt und werden anders behandelt. Mehr Gleichberechtigung auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt wäre mir sehr wichtig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Weiter geht es in den Göppinger Stadtteil Jebenhausen zur Lebenshilfe. Wir, Simon und Timo, richten heute stellvertretend für die gesamte Lebenshilfe Göppingen e.V. das Grußwort an Sie. Am 5. Mai findet der internationale Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Das diesjährige von Aktion Mensch ausgegebene Motto ist Deine Stimme für Inklusion. Mach mit! Die Lebenshilfe Göppingen möchte mit ihrem Videobeitrag den Menschen eine Plattform geben, die oftmals innerhalb der Gesellschaft nicht gehört, verstanden oder ernst genommen werden. Nun wollen wir unseren Kolleginnen das Wort übergeben und wünschen Ihnen viel Spaß beim Schauen unseres Videobeitrags. Mein Name ist Elke Sager. Ich arbeite in der Lebenshilfe Göppingen im Standort Eschenbach. Ich bin dort auch Frauenbeauftragte. Und warum bin ich Frauenbeauftragte geworden? Mich hat halt einfach die Arbeit interessiert. Ich habe auch immer, wenn irgendjemand mit Problemen zu mir kommt, ich habe immer ein offenes Ohr und kann auch sehr gut zuhören. Ich setze mich halt auch gerne für andere ein. Die Politik sollte aufhören, den Betrieben und Unternehmen die Möglichkeit einzuräumen, sich bei der Nichtbeschäftigung von behinderten Menschen mit Ausgleichsabgaben aus ihrer Verantwortung freizukaufen. Ich habe ein Bild zum Gleichstellungstag gemalt und dazu Stimmen und Meinungen von Kollegen gesammelt. Der Titel lautet Individuell läuft anders voll nicht. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im Alltag noch zu viele negative Erfahrungen gemacht werden. Zur Gleichberechtigung muss noch viel passieren.
Anders ist gut. Gerade weil in unserer Gesellschaft Menschen, die so besonders sind wie ich, oft von Betrieben ausgegrenzt werden, wünsche ich mir mehr Integration, denn Engagement alleine reicht da nicht. Ich habe fast überall, wo ich war, zwar Angebote von Fachleuten bekommen, aber selten war auch nur ein Angebot dabei, welches zu mir auch nur von den Rahmenbedingungen gepasst hat. Ich bin Benny Schmidt, Werkstattrat in Eschebach, bin Ansprechpartner für meine Kollegen, wenn sie Probleme haben und sich nicht trauen, selber zum Gruppenleiter zu gehen. Bin auch bei Entscheidungen dabei, wenn es um Kaffeeautomat geht, neue Getränke, weil wir ein Mitbestimmungsrecht in der Werkstatt in Eschebach haben. Wenn meine Kollegen Anregungen oder ich sag mal Vorschläge haben, können sie auch jederzeit auf uns Werkstatträte zukommen. Das heißt, wir arbeiten sehr eng auch mit der Leitung von den Werkstätten zusammen. Das macht mir auch Spaß. Mein Name ist Regine Friese. Ich bin beschäftigt in der Werkstatt in Göppingen. Und ja, mein Statement hier dazu ist, dass es doch nicht sein kann, dass man die ganze Pandemie auf den Rücken der Schwächsten austrägt. Es ist einfach nicht in Ordnung. Unsere Reise durch den inklusiven Landkreis Göppingen führt uns jetzt nach Kuchen zu gemeinsamem Leben. Hier beraten Eltern und machen sich für Inklusion stark. Okay, also hat es zum Beispiel das Thema vom Gleichstellungstag dieses Jahr ist meine Stimme für Inklusion. Was denkst denn du selber, was es braucht, damit du gehört wirst? Ich glaube, ein vielsame Leute und dann passt es schon eigentlich. Hast du das Gefühl, du darfst über dein Leben selber entscheiden? Ja, total. Ich habe das Recht, so wie alle anderen erwachsenen Menschen auch. Natürlich. Warum nicht? Hallo, ich bin Melvin. Und ich freue mich, wenn ich den Alex Meyer wählen darf. Von meinem Stimmrecht. Was glaubst du, Anja, was würde es denn, was fehlt denn, damit mehr Menschen mit Behinderung so wie du eigentlich so leben und arbeiten können, wie sie wollen? Ich bin ja selbstständig und mache alles. Ah, das heißt aber, dass du auch sagst, es ist einfach auch wichtig, dass man selber auch selbstständig ist und sich was gut traut und selber aktiv. Genau. Kann wie auch Leute Busfahrer oder zu verreisen oder ja, solche Sachen halt. Was müssen die Menschen um dich herum machen, dass deine Stimme gehört wird? Mit den Wahlvereinen, mit Bildern und mit Logos haben. Brauchst du nochmal was? Mit den Figuren mit einfachen Worten erklärt sein. Von Kuchen gehen wir jetzt nach Hohenstaufen für einen musikalischen Beitrag der Diakonie Stetten. Herzlich willkommen bei uns auf dem Hohenstaufen. Unter dem Motto, wir werden gehört. Kommen Sie mit!
Hier fühlen wir uns gehilft. Hallo zusammen, wir, die Volkshochschule Göppingen-Schurwald, sind auch beim Gleichstellungstag mit dabei. Beim Gleichstellungstag wird auf die Einschränkungen und Barrieren hingewiesen, die Menschen mit Behinderungen leider immer noch im Alltag erleben müssen. Die Volkshochschule Göppingen und Schurwald bietet Kurse an, bei denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen und Spaß haben können. Wir nennen sie inklusive Kurse. Wer sich dafür interessiert, darf gerne in unser Heft Miteinander reinschauen. Darin sind alle unsere inklusiven Kurse aufgeführt. Zum Beispiel gibt es einen Malkurs oder einen Handwerkerkurs. Wer es genauer wissen will, kann auf YouTube unsere Erklärvideos dazu anschauen. Auch gemeinsame Ausflüge zu einem Museum oder nach Stuttgart sind mit dabei. Es stehen nicht nur die Angebote der Volkshochschule darin, sondern auch die von anderen Einrichtungen. Wer die Volkshochschule einfach mal so kennenlernen möchte, kann das kostenlos machen. Wir haben ein Netzwerk gegründet. Es heißt, uns behindert nichts. Wir sprechen darüber, wie alle Menschen gleichberechtigt an unseren Angeboten teilnehmen können. Alle, die beim Netzwerk mitmachen wollen, sind herzlich eingeladen. Vielleicht sehen wir uns. Hoffentlich bald auch persönlich und nicht nur auf dem Bildschirm. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Bis bald! Das ist die Villa Butz. Die Villa Butz heißt auch Haus der Familie. Im Haus der Familie gibt es viele Veranstaltungen für ganz verschiedene Menschen. Für Männer und für Frauen, für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene. Für Familien und für Alleinstehende. Für Schwangere und für Eltern mit Babys. Für junge und für ältere Menschen. Für Menschen aus allen Ländern. Eigentlich ist die Villa Butz ein Haus für alle. Es gibt Kurse, zum Beispiel Gymnastikkurse, Yogakurse, Nähkurse. Es gibt Vorträge, in denen man etwas lernt, zum Beispiel wie man Kinder erzieht
oder wie man gesund bleibt. Es gibt Gruppen, die sich regelmäßig treffen. Sie kochen gemeinsam, sie spielen mit ihren Kindern, sie nähen oder malen zusammen. Manchmal trifft man sich aber auch nur für einen Tag oder für einen Abend, weil man sich für ein bestimmtes Thema interessiert. Für die meisten Veranstaltungen muss man sich anmelden und etwas bezahlen. Manche Gruppen sind aber kostenlos und man kann einfach kommen. Im Haus der Familie ist jeden Tag etwas los. Manchmal gibt es ein Theater für Kinder. Manchmal machen wir einen Ausflug oder wir besichtigen eine Fabrik, ein Schloss oder den Flughafen. Und im Sommer feiern wir immer ein großes Fest im Garten der Villa Butz.